ist es also, der Befreiungsschlag, die letzte Chance, das Alles-oder-Nichts-Smartphone von HTC, das HTC 10. Rettet es die Taiwaner vor dem Bankrott? Halt, stopp, das ist alles viel zu übertrieben. Die Tech-Branche hat oft unnötig hart an HTC-Geräten herumkritisiert und zu wenig den Innovationsdruck wertgeschätzt. Zum Beispiel die Ultrapixel, also größere Kamerasensoren für mehr Lichteinfall, das hat HTC als erstes umgesetzt. Also sehen wir das HTC 10 doch mal als ein ganz normales Smartphone. Wo fing denn alles an? Beim HTC One M7, One M8, M9 und zu guter Letzt das HTC One A9. HTC hat in den letzten Jahren eines immer wieder getan: hochwertige Smartphones aus einem Alu-Block gefräst. HTC-Smartphones sind, abgesehen vom persönlichen Geschmack natürlich, immer hochwertig verarbeitet. Und auch das HTC 10 führt diesen qualitativen Weg weiter. Einzig und allein am Fingerabdrucksensor hat unser Vorserienmodell einen minimalen Knick in der Optik. Ansonsten ist das HTC 10 absolut hochwertig verarbeitet. Innen sitzt ein Qualcomm Snapdragon 820 Quad-Core-Prozessor mit 2,2 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, 32 GB interner Speicher, 12 Megapixel Hauptkamera mit f1.8 Blende und 5 Megapixel Frontkamera, MicroSD-Slot, 3000 mAh Akku mit Quick Charge 3.0 Unterstützung und ein 5,2 Zoll Display mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixel und, oh, Apple AirPlay Unterstützung für ein Android-Gerät ab Werk. Wow, aber war da nicht noch irgendwas? Genau, der Boom-Sound. Der wurde nicht mehr über zwei dicke Leisten ober- und unterhalb des Displays gelöst, wodurch alle Vorgänger unweigerlich in die Länge gezogen wurden, sondern sitzt jetzt in diesem feinen Schlitz neben der Frontkamera und unter bzw. neben dem USB Type-C-Port. Eine direkte Frontbeschallung wie bei den Vorgängern gibt es zwar immer noch, aber nicht mehr so extrem. Dafür bekommt ihr hier ein ausgewogenes Klangbild dank getrennter Hoch- und Tieftöne. Ach ja, und laut ist es auch wieder. Boom-Sound halt. Die letzten zwei HTC-Smartphones hatten alle zwei Kritikpunkte gemeinsam: die Kamera und die Akkulaufzeit. HTC verspricht eine Laufzeit von 2 Tagen bei akkurater Nutzung. Das ist für mich als Heavy-User natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, doch da ich bei meiner Testphase gut über den Tag kam, kann das schon ungefähr hinkommen. Im Standby frisst der Akku kaum Saft. Nur bei intensiver Nutzung oder einer Menge Netzwechsel, zum Beispiel wenn ihr mit der Bahn unterwegs seid, dann geht der Akku rapide runter. Ihr dürft in Zukunft eine Softwareoptimierung abhelfen oder ihr deaktiviert die Netzsuche einfach, denn über 2G ist man ja auch erreichbar. HTC Sense war immer meine Lieblingsoberfläche. Die Taiwaner hatten immer alle wichtigen Apps von Hause aus mit auf dem Handy, was natürlich sehr bequem ist. Mittlerweile reduziert man sich hier auf das Wesentliche. Das HTC 10 hat abgespeckt und bietet nur noch eine kleine Auswahl eigener Apps und bedient sich, neben wundervollen Themes für die Personalisierung, für den üblichen Rest bei Google. Wozu einen eigenen Music Player installieren, wenn Google doch Play Music hat? Ob das erste Anzeichen für eine Kooperation mit Google sind? Stichwort Nexus Phone. Ach ja, Musik. HTC legt hochwertige Kopfhörer zu, mit denen 24-Bit Hi-Res-Audio unterstützt wird. Und ja, das hört man definitiv. Nach der Einrichtung klingt der Ton voller, klarer, satter, einfach ein Ohrenschmaus. Der letzte Punkt, die Kamera. Kann das HTC 10 mit der High-End-Klasse von Samsung, LG und Apple mithalten? Laut DxOMark liegt der Score mit 88 Punkten mit dem Galaxy S7 gleich auf. Und ja, die Kamera ist sehr gut. Viele Details, schneller Autofokus, eine gute Kamera-App mit Pro-Modus und RAW-Dateien, optischer Bildstabilisator bis zu 4K-Videoaufnahmen. Eigentlich lässt HTC hier keine Wünsche offen. Unser Testgerät hatte aber noch Schwierigkeiten, 4K und Full-HD-Videoaufnahmen abzuspielen. Nur mit ernsthaften Rucklern war das irgendwie möglich. Ob auch hier per Softwareoptimierung nachgebessert werden kann? Meine ersten Bilder bei schummrigem Licht hatten zudem einen eigenartigen Lichteffekt, wie man in unserer Flickr-Testgalerie sehen kann. Das liegt nicht an der Kamera, sondern am Saphirglas. Dies solltet ihr immer schön sauber halten, damit euch solch ein Fauxpas nicht wie mir passiert. 699 Euro verlangt HTC für sein High-End-Smartphone und bewegt sich damit auf Augenhöhe mit dem Samsung Galaxy S7 Edge und 100 Euro über dem LG G5. Dafür bekommt man ein Smartphone ohne große Schwächen, einer sehr guten Kamera, einer ordentlichen Akkulaufzeit, toller Individualisierungsmöglichkeiten, 24-Bit-Audio-Support und vor allem ein hochwertiges Stück Alu. Außerdem sind HTC-Smartphones in der Vergangenheit relativ wertstabil geblieben, während die Konkurrenz gern 2 Wochen nach Verkaufsstart 100 Euro günstiger wird.
Bis auf ein paar kleine Kritikpunkte an der Software gibt es hier einfach nichts zu meckern. Hier muss noch nachgebessert werden, dann sind wir eigentlich alle restlos glücklich. Das HTC 10 ist keine Revolution, sondern einfach nur ein sehr gutes Smartphone. Wer es edel mag und audiophil ist, kommt ums HTC 10 nicht herum. Das war mein Test zum HTC 10. Ich finde es gelungen. Wie ihr es findet, könnt ihr gerne unten in den Kommentaren reinschreiben. Wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind, schreibt sie unten rein. Ich versuche, alles Mögliche zu dem Gerät zu beantworten. Ihr könnt euch jetzt noch das Unboxing anschauen. Das findet ihr dort oben. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen möchtet, dann lasst ein Abo da. Und ich werde jetzt das LG G5 testen. Das kommt vielleicht sogar nächste Woche schon.